Im Leben passieren wirklich fantastische Sachen, wenn man Ängste überwindet, ja. Ich habe auch in der Impulscoach-Ausbildung selber gelernt, wie wichtig das ist, zu geben, zu schenken, auszusenden, ja, um das dann hundertfach zurückzukriegen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Corona, Inflation und jede Menge Kriege gerade leider auf dieser Welt. Die Krisen nehmen nicht ab, sondern immer mehr zu. Den Eindruck muss man leider haben. Aber wie können wir trotz der ganzen Krisen bei uns bleiben und diese Krisen besser bewältigen, vielleicht sogar meistern? Darum geht es in dieser Folge, zu der euch ganz herzlich Oliver Geldener begrüßt. Und bei mir im Studio ist, ja, ich sag jetzt mal, der Impulscoach Melanie Barth. Vielleicht gibt es noch andere Beschreibungen für das, was sie macht. Jedenfalls wird uns Melanie Barth jetzt mal ein bisschen erklären können, was Krisen mit uns machen, aber was wir auch machen können, um mit den Krisen besser klarzukommen. Erstmal herzlich willkommen hier in unserem Help-FM-Studio in Potsdam, Frau Barth. Ja, hallo, danke schön für die Einladung. Freue mich, hier zu sein. Ja, gerne. Also legen wir doch gleich mal los. Ja, im Gazastreifen, die israelische Armee ist gerade dabei, hört man ja, mit der Bodenoffensive voranzukommen, die Tunnel auszuheben. Überall, wenn man ins Internet schaut oder den Fernseher, das Radio anmacht, haben wir Kriege. Die Ukraine ist auch immer noch nicht befriedet und es geht ja munter weiter. Dann haben wir wirtschaftliche Krisen und dergleichen mehr. Vielen schwirrt da der Kopf. Viele haben auch wirklich Angst. Also haben wir auch hier bei uns im Seeg jetzt immer wieder erfahren, dass die Menschen richtig in solche Angstzustände, wo sie gerade mal so rauskamen aus der Corona-Zeit vielleicht. Ja, es war ja auch für viele eine absolute Angstsituation. Und sie fühlen sich einfach ohnmächtig inmitten dieser ganzen Kriege. Und sie sagen, das muss aber nicht sein. Nee, ich sag, das muss nicht sein. Genau. Was kann man denn machen? Es hilft natürlich zu verstehen, wo kommen denn überhaupt die Kriege her? Ne? Was treibt denn Menschen überhaupt dazu, so eine schwersten Form von Aggression überhaupt auszuleben? Wir haben ja hier in Europa auch Kriege gehabt. Ist ja jetzt nicht so, dass Kriege neu sind. Ne? Kriege begleiten die Menschheit, seitdem die Menschheit existiert. Diese Kriege, die wir hier erlebt haben, also sprich der Zweite Weltkrieg, ja, mit seinen Auswirkungen über die erste Generation, die zweite, die dritte Generation. Wenn man das versteht, was ein Krieg eigentlich in sich für ein Potenzial trägt, was er macht und was er aber dann auch über mehrere Generationen für Auswirkungen hat, wenn man sich damit beschäftigt und den Zusammenhang auch zu sich selber findet, was das denn auch mit mir macht, mit mir selber, welche Auswirkungen das hat und das versteht, dann kommt man natürlich in viel mehr Ruhe, Verständnis. Ich sag mal so, wie ein Wetterbericht, okay, da zieht jetzt eine Wolke auf, okay, das passiert jetzt, weil einfach dies und jenes passiert. Dann kann man viel ruhiger bleiben. Also erstmal verstehen, dass man sich nicht so ausgeliefert ist. Nun sind Hintergründe gerade von solchen Kriegen häufig sehr komplex. Da muss man auch sehr sortieren. Sie wissen ja, im Krieg stirbt die Wahrheit immer als erstes, ja. Also jede Seite im Grunde wird immer gelogen auch, ja. Weil jeder fühlt sich ja im Recht. Und vielleicht ist es dann auch nicht die Aufgabe für jeden, da so durchzusteigen. Also was kann ich jetzt einfach auch so grundsätzlich mit mir selber machen? Also in der Betrachtung dessen. Das ist einfach nicht, dass man eine Egalhaltung vielleicht hat. Ich meine, da sterben ja Menschen. Sollte man vielleicht jetzt auch nicht mit so einer kalten Schulter das alles nur sich anschauen. Aber wie kann ich denn das so sortieren, dass ich genau weiß, okay, das ist zwar da, aber es macht mir jetzt erstmal nichts. Also da sage ich mal, Gedanken sind wirkende Kräfte, ja. Alles, was ich denke, das hat auch unmittelbar Auswirkungen auf meine Gefühle. Und wenn ich jetzt positive Gedanken denke oder aufnehme, wahrnehme, dann erzeuge ich natürlich in mir selber auch eine positive Stimmung. Und wenn ich jetzt negative Gedanken aufnehme, dann kommt natürlich Angst, Panik und dann geht auch vielleicht ein Eigenprogramm nochmal los, was vielleicht, wo man gar nicht Bewusstsein darüber hat, dass man das überhaupt in sich trägt. Und wenn man da ein bisschen selber drauf achtet, okay, wie viele negative Gedanken lasse ich denn jetzt auch im Alltag zu? Mit wem unterhalte ich mich? Wie viel? Und da ein bisschen Achtsamkeit auch trainiert. Ich sage jetzt wirklich trainiert. Das muss man ein bisschen üben. Es geht nicht über Nacht, dass man da jetzt plötzlich aus so einem Muster ausbricht. Und das bringen wir auch in unserem Coaching den Menschen bei. Wirklich mal andere Denkstrukturen, andere Gefühlsmuster wirklich zu entwickeln, dann kommt man da Stück für Stück
raus aus so einer, aus so einem Angstfeld, ne? Weil Krieg macht ja erstmal Angst, weil Krieg negative Gefühle erstmal transportiert und auch anspricht, ganz klar. Ja. Das ist ja Aggression, da ist, steckt Hass drin, Vernichtungswille, also alles, was uns ein bisschen böse macht, ne? Muss ja, man ja sagen, auch eine Todes-, eine Urangst, ne? Ja. Und zwar die Todesangst. Und da kann ich dazu sagen, zum Beispiel, dass wir die alle in uns tragen. Als Kinder sind wir abhängig von Eltern. Weil wenn die Eltern uns nicht lieben oder sich nicht um uns kümmern, ist ein Kind zum Tode verurteilt, weil es kann selber nicht überleben. Und diese Todesangst, wenn die nicht abgelöst wird im Jugendalter durch ein riesengroßes, kraftvolles Ritual, wie es noch in Urvölkern der Fall ist, wo man sagt, okay, und du bist jetzt alt genug, du bist jetzt stark genug, dein Leben selber in die Hand zu nehmen. Wenn dieses Ritual fehlt, dann hängt man noch in dieser Ohnmacht ein bisschen drin. Okay. Ach so, dann bleibt man so ein Kind ein Stück weit. Dann bleibt man ein Stück weit in diesem kindlichen Muster hängen und hat natürlich, wenn irgendwas Bedrohliches kommt von außen, wird es dieses Kind, was diese Todesangst hat, ich kann jetzt nicht selber was machen, das erwacht da ein Stück weit mit. Ne? Also in der Corona-Pandemie erschien es mir auch so, dass viele ein bisschen wie Kinder reagiert haben, indem sie nämlich extrem autoritätsgläubig plötzlich waren. Und zwar dieselben Leute, die vorher noch große Töne spuckten, ja, warteten dann nur, was irgendein Arzt sagte oder irgendein Experte im Fernsehen, ne, und folgten ungefragt. Also genau, ja. Ging gar nicht darum, ob der recht hat oder nicht, sondern es wurde ungefragt übernommen. Das fand ich zwar so ein bisschen so ein Kindermodell. Ja, und auch vielleicht eine fehlende Erfahrung, die man selber im Leben hat, wo man gar nicht eine Kompetenz hat, wie es denn überhaupt ist, jetzt mal auf dem medizinischen Gebiet mal selber zu gucken, was ist denn jetzt möglich, was ist nicht möglich, wo hole ich mir Informationen? Vielleicht holt man sich auch mal bei einem Wissenschaftler, der überhaupt nicht in den Medien war oder im Internet oder wo auch immer, sondern sagt einfach, ich kümmere mich jetzt mal selber und ich will jetzt mal Informationen wirklich von jemandem haben, der da in dem Gebiet wirklich forscht, macht, tut, mit Blut zu tun hat, mit Viren oder was weiß ich. Und da wirklich da auch mal in eine Eigenkompetenz kommt und sagt, ich hole mir jetzt meine Informationen da, dann vergleiche ich die und dann kümmere ich mich mal selber drum. Ja? Genau, aber das wäre ja erwachsen gewesen. Ja. Und deswegen meinte ich ja, dass mir bei sehr vielen erschien mir das so. Und das war, ist ja ein kindisches Verhalten, ne? Dass man dann ungefragt das macht, was die Eltern sagen. Weil ja, wie Sie schon sagten, als Kind ist man abhängig von den Eltern. Genau. Sonst stirbt man. Und insofern wird dann, wenn die Mutter sagt so und so, dann wird das ja erstmal übernommen. Erst später mit der Pubertät fängt man an zu rebellieren. Aber Sie haben das vorhin gerade so schön angesprochen. Ohnmacht scheint mir halt da auch ein ganz großes, eine ganz große Bedeutung zu haben, oder? Wir müssen von der Ohnmacht wieder in die Eigenmacht, in die Ermächtigung kommen. Genau, und Sie sagten ja gerade, dass wir von den Eltern sozusagen diese Hörigkeit, dieses, es gibt eine Anweisung und man ist ausführendes Element, dass wir so geprägt worden sind. Es geht ja noch weiter. Das ganze Schulsystem funktioniert ja auch so, dass also wirklich Anweisungen gegeben werden. Und wir sagen, die Menschen sind Befehlsempfänger. Ja? Die sind wirklich Befehlsempfänger. Und das ist natürlich dieses Maß zu finden, in einer Gruppe zu sein, zu existieren und sich irgendwo unterzuordnen, anzupassen und auch wirklich dann einfach auszuführen, aber auch zu wissen, okay, aber es gibt auch einen Bereich oder Leben, wo ich einfach selber meine Entscheidung treffe und für mich selber einfach da bin. Ja? Und dann kommt man aus dieser Ohnmacht und aus diesem Hilflosigkeitsmodus raus. Ja? Darum geht es letztendlich. Ne? Also genau. Wenn wir uns bei Krisen so ausgeliefert fühlen, dann hat es eben mit dieser Ohnmacht zu tun. Genau. Und da fehlt dann ein Stück weit die Kontrolle vielleicht auch, ja, die Kontrollmöglichkeit. Also was kann ich selber bewirken, was nicht und auch das richtige Verhältnis. Also wo bin ich wirklich ohnmächtig? Man kann ja nun mal nicht alles, aber wo bin ich auch mächtig als Mensch? Naja, es ist auch... Und das gibt ja Vertrauen. Genau, es hängt ganz viel mit Vertrauen zusammen und natürlich auch, wenn wir jetzt nochmal auf die Corona-Krise zu sprechen kommen, auch natürlich mit der Auseinandersetzung mit dem Thema Tod. Ja. Und wann ist man denn ganz tief im Vertrauen ins Leben, wenn man natürlich irgendwo auch sich mal mit dem Tod befasst hat. Und das wollen viele Menschen nicht hören, aber diese Möglichkeit mit in Betracht zieht, dass das auch mal ganz schnell vorbei sein kann. Ja? Und dadurch mehr das Leben genießt, mehr aufs Leben zugeht und diese Todesangst, auch eine Urangst, dadurch ein Stück weit überwindet. Ja? Der Tod ist allgegenwärtig und am Ende... Eins ist gewiss, am Ende des Lebens steht der Tod, ne? Genau, und ich kann jetzt mal von meiner Prägung ein bisschen reden. Also
In meiner Familie gibt es die Bluterkrankheit. Und mein Sohn, der ist Bluter. Ich bin Konduktorin und ich hatte selber auch, heißt Überträgerin der Bluterkrankheit und habe selber auch eine ganz starke Blutungsneigung und bin da selber auch, war einmal auch schon sehr stark fast am Verbluten. Und dieses Thema, das kann jetzt mal ganz schnell vorbei sein, dieses Leben, ja? Sowohl bei meinem Sohn als auch bei mir. Das hatten wir schon lange vor der Corona-Krise. Also das habe ich da schon gelernt, mich wirklich damit auseinanderzusetzen und auch mit Medizin mich auseinanderzusetzen und so weiter. Und das hat mir persönlich natürlich riesig geholfen, auch so eine Angst vor dem Tod nicht zu überwinden, aber die Möglichkeit des Todes einfach zu akzeptieren. Ja? Das muss man auch im Grunde. Ne? Und das ist auch was, was jetzt, wenn wir auch auf Kriege zu sprechen kommen, ne? Da geht es ja auch um Tod, um man hat keine Kontrolle und so weiter. Was nicht heißt, das schön zu reden, aber diesen Tod als einen Teil des Lebens nicht auszublenden, sondern wirklich den auch mit zu betrachten. Ja? Und ich weiß auch nicht, ob Menschen heutzutage, wie viele einfach auch mal eine Todesbegleitung machen, mal einen Menschen im Sterbeprozess begleiten, einfach da mal mit dabei sind, um auch ein Stück weit Angst zu verlieren. Ja? Das sind viele Themen, die aber zu einer Stabilisierung und zu einer inneren Ruhe beitragen, um gut durch Krisen zu kommen. Genau, ich meine, Bluter ist ja auch eine Krisensituation, eine permanente. Da reicht wahrscheinlich wirklich ein kleiner Schnitt schon, ja? Weil die Blutung ja nicht aufhört dann, oder? Innere Blutung sind eher das. Da kann man auch drin verbluten, ja. Da könnte schnell. Man natürlich jetzt in eine totale Panik immer wieder reingehen, oder? Genau. Bei jedem bisschen. Genau. Und was machen Sie da konkret, dass eben nicht passiert? Also tief im Vertrauen sein, in die Selbstheilungskräfte sein und natürlich die Möglichkeit des Todes mit akzeptieren. Sonst wäre ich ja ständig im Kontrollmodus. Sonst würde ich ja ständig kontrollieren, dass kein Sturz passiert, kein Unfall. Da wird man ja wahnsinnig. Ja? Genau, da wird man wahnsinnig. Aber manche machen das ja. Ja, als Dauerzustand, ja. Genau. Und dann fällt ihnen trotzdem der Dachstein irgendwann auf den Kopf oder so. Ja? Genau. Das ist eben passiert. Aus diesem Muster kann man aber aussteigen, wenn man wirklich Stück für Stück lernt, wo kann ich denn ins Leben vertrauen, wo kann ich denn mir selber vertrauen, wo kann ich denn anderen Menschen vertrauen, was läuft denn alles gut, wo kann ich denn Kontrolle abgeben. Ja? Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Jetzt wollen wir Sie auch mal ein bisschen näher kennenlernen. Sie sind ja, was ich auch sehr spannend finde, Musikerin von Hause aus, spielen Akkordeon. Genau. Und sind aber auch Lehrerin, also so eine Art Musiklehrerin ursprünglich. Genau, ich habe ursprünglich Musik studiert mit dem Akkordeon und da ging es also nur im Zusammenhang mit Pädagogik. Also ich bin Diplom-Musikpädagogin für Instrumentalpädagogik, für Akkordeon. Und habe jahrelang auch an Musikschulen, an der Universität gearbeitet und bin dann aber Quereinsteigerin im Schulsystem geworden und habe da Schulklassen an der privaten Grundschule Musikunterricht gegeben. Aha. Ja. Das machte bestimmt auch Spaß, oder? Das war super, das war mega geil. Das war so, also diese Vielfalt an Kindern, an Möglichkeiten, an vor allem die haben diese Freude noch so, ne? Diese ursprüngliche Freude. Ja, so toll. Ja. Mhm. Und Musik ist einfach auch so was, also wenn man auch viele Sachen macht, die einfach Spaß machen im Leben und immer wieder diese positiven Gefühle stärkt, ja, durch Sport, durch Musik, durch Tanz, durch Gemeinsamkeiten, durch diese ganzen Sachen, dann hat man natürlich auch eine Ressource, um einfach freudvoll und zuversichtlich und mehr im Vertrauen zu sein. Ne? Das stimmt. So, und dann haben Sie aber auch noch eine Ausbildung als Coach gemacht? Genau, ich habe dann in der Schule selber mich mehrfach fortgebildet, weil ich gemerkt habe, was brauchen denn die Kinder im Schulalltag? Das ist eine Ganztagsschule. Und ich habe gemerkt, die Kinder brauchen Entspannung. Ja, die brauchen Ausgleich. Nicht immer nur die linke Gehirnhälfte, Denken, Zahlen, Fakten, sondern eben auch die rechte Gehirnhälfte. Die wird ja aus meiner Sicht viel zu wenig beansprucht. Ja. Wir haben ja zwei Hälften und so ein Gehirn funktioniert unglaublich gut, wenn beide. Wofür steht rechts nochmal? Für Intuition, für Gefühle, für Kreativität, Musik, alles das. Ja, das und die Schule spricht mir die linke an. Genau, alles logisch. Befehle ausführen und so weiter. Ne? Und nicht selber sich mal Sachen ausdenken, kreativ werden und so weiter. Ja. Genau, und dann habe ich noch die Impulscoach-Ausbildung gemacht. Die habe ich dann nach der Corona-Krise gemacht, weil ich selber auch durch Corona auch nochmal eine innere Erschütterung tatsächlich erlebt habe. Erzählen Sie mal, was war denn?
Und zwar ist da durch diese Ruhe, ist aus meiner Seele auch nochmal, hat die Seele gesagt, oh, jetzt kann ich mal hier ein Thema zum Vorschein bringen, ja, was bisher durch Aktivität, durch Musik, durch so mir gar nicht bewusst war. Auch alles, was so verdrängt war mit der Blutergeschichte, diese ganzen Notaufnahmen, Krankenhaus, da hat man ja nicht Zeit, wirklich Gefühle des Schmerzes, der Trauer zu verarbeiten. Und in dieser Corona-Zeit sind die dann aber alle irgendwie so Stück für Stück zum Vorschein gekommen. Und da hat es mich auch, wie viele andere auch, wirklich innerlich erschüttert. Ja? Und dann habe ich mich damit nochmal befasst und habe gesagt, was kann ich denn selber tun, um da rauszukommen? Was kann ich denn selber machen? Und so bin ich auf diese Impulscoach-Ausbildung gestoßen. Das hat mich alles angesprochen, weil das so in die Tiefe geht und weil das so meine Themen auch angesprochen hat, wie auch nochmal Selbstvertrauen, die ganzen Gefühle. Ja. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht. Ja. Naja, durch Corona kam eben einiges hoch. Einiges, was gar nichts mit der Pandemie zu tun hatte, das ist sehr interessant. Mhm. Impuls heißt ja, es wird ein neuer Impuls gegeben und da wird ja auch mit dem Unterbewusstsein gearbeitet, ne? Impuls heißt genau, wir geben Impulse, wir setzen Impulse zum einen ins Bewusstsein durch spezielle Fragen, ja, um andere Denkmuster anzustoßen. Und dann nutzen wir aber auch Techniken und Tools, die ganz tief im Unterbewusstsein Impulse setzen. Und zwar so viel, wie der Mensch gerade braucht, wie für ihn hilfreich sind, wie ihn stärken. Also ist alles ressourcenorientiert, stärkend, ja. Weil im Unterbewusstsein häufig haben wir entweder Erfahrungen abgespeichert, ne, oder irgendwelche Glaubenssätze kommen da ja aus ganz tiefer Zeit. Genau, Erfahrungen, Prägungen und was mir selber auch neu war, von 17 Generationen kann man Gefühlsmuster, Denkmuster, Verhaltensmuster seiner Vorfahren mit übernehmen. Muss nicht, kann aber, ne? Und deswegen habe ich vorhin ja auch diesen Zweiten Weltkrieg angesprochen, weil da sind wir ja auch geprägt durch Fälle. Ängste, durch unverarbeitete Geschichten. Ja, und Traumata, sowas alles. Ne? Genau, die dann weitergegeben werden. Ne? So. Ja, ja. Und die wirken dann aus dem Unterbewusstsein mit einer unglaublich starken Kraft in unser Leben hinein und haben also wirklich auch Einfluss aufs Leben, indem man dann eben auch nicht handlungsfähig ist oder sich Sachen nicht zutraut oder Anschauungen zu Geld, zu Beziehung, zur Liebe, zu Männern, zu Frauen, zu Themen, zu Politik übernimmt von Vorfahren, von Prägungen aus der Umwelt, ohne sich darüber selber im Klaren zu sein, dass man diese Überzeugung in sich trägt. Genau, man handelt unbewusst, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Und Sie holen das dann aber auch auf die Bewusstseinsebene. Also das heißt, sich bewusst machen. Genau. Warum handle ich immer wieder in den Situationen so? Genau. Also wir schaffen Bewusstsein und wir lösen im Unterbewusstsein die hemmenden Blockaden auf, sodass wirklich Lebensenergie frei wird, Kraft frei wird, Mut, Lust, Freude, Kaffee einschenken. Ja, haben alles wunderbar gemacht hier. Ja. Alles, was Spaß macht, ja. Und so kommt man wirklich aus diesem, oh, das Leben hat mir die Bluterkrankheit geschickt, das Leben hat mir noch eine Krise geschickt, da ist jetzt noch Corona. Und eigentlich aus diesem Drama-Modus kommt man da völlig raus und ist wirklich, also ich spreche jetzt von mir, in der Freude und im Genießen vom Leben, in der Dankbarkeit, in der Liebe, in allem, was man sich eigentlich wünscht, um zufrieden zu sein. Mhm. Jetzt bin ich hier. Ja, wunderbar. Und das sind so Zauberworte schon, glaube ich, ja. Also Freude, ne? Dankbarkeit. Ganz, auch ganz wichtig, oder? Ganz wichtig. Da hat man doch hohe Schwingungen, so vom Energielevel immer. Ja. Ne? Und die höchste Schwingung wäre die Liebe, ne? In ja, der genau. Liebe sein dann. Und das bringen wir den Menschen auch bei, wenn die in einer tiefen Krise sind, täglich zum Beispiel wirklich die Dankbarkeit zu trainieren. Ne? Wie mache ich denn das? Abends kann man sich hinsetzen und kann sich drei Sachen notieren, wofür ich heute dankbar bin. Aha. Drei Erfolge notieren. Was ist mir denn heute besonders gut gelungen? Ja? Wenn man ein Selbstbild hat, wo man sagt, ah, ich krieg nichts hin, ich schaffe nicht und so. Sag ich, Achtung, du bist früh aufgestanden, dein erster Erfolg. Ja? Du hast dir die Zähne geputzt, ohne hinzufallen. Genau. Ja, und sich diese Sachen bewusst zu machen und sich zu freuen, ja, das sind dann auch so ganz wichtige Elemente, um dann aus dieser tiefen Schwingung der Emotionen in eine hohe Schwingung zu kommen. Genau, wenn man sich über sich selber ärgert, bis du den selbst hast, ist man dann wieder in diesen niederen Schwingungen und da kommt man dann auch nicht raus. Ne? Das sind dann negative Energien und dann ist man sehr empfänglich für jede Krise auf dieser Welt, weil ganz die bestätigt das negative Weltbild ja noch. Ganz genau, genau so ist es. Ne? Ja. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Also man kommt ins Tun dann auch dadurch, ne? Genau, in den Mut, in die Freude und vor allen Dingen, das nimmt dann eine Eigendynamik an, wenn man sich seine Erfolge zum Beispiel selber bewusst macht. Dann kriegt man plötzlich Lust, immer mehr davon. Dann gibt es noch ein Tool, dass man sagt, einmal die Woche gehe ich mal durch meine Angst. Ich tue mal etwas, was ich sonst gerne vermeide. Ja? Und das mache ich plötzlich. Ich telefoniere mal jemanden, ich entschuldige mich oder ich rufe mal irgendwo an und frage oder ich kümmere mich mal oder ich sage mal nein, ich setze mal eine Grenze. Ich sage einfach mal, also irgendetwas, was aus, um aus so einem Muster auszubrechen, eine Handlung, dann macht man die zweimal die Woche. Dann kommt der nächste Schritt. Dann versucht man täglich mal diese Grenze zu überschreiten. Und dann geht man durch die Ängste. Man merkt, man stirbt nicht. Ja? Da wird wieder die Todesangst. Ne? Und dann passieren wirklich wundervolle Sachen plötzlich im Leben. Ja? Es ändert sich alles. Was kann sich denn ändern? Also man hat die Energie, um das Leben zu ändern? Oder was kann ich ändern? Also es ändert sich zum Beispiel, man strahlt was ganz anderes aus plötzlich. Mhm. Man strahlt Freude aus, man strahlt Selbstsicherheit aus und die Umwelt reagiert plötzlich schon ganz anders. Ja, genau. Ja? Mhm. Man traut sich selber viel mehr Sachen zu. Zum Beispiel bei mir hat sich ganz einfach, ich habe einfach mehr höhere Gagen plötzlich verlangt, ja? Mhm. Weil ich mir bewusst gemacht habe, wie viele Jahre habe ich denn studiert? Es geht mit Leichtigkeit, wo ich sonst mich nie getraut hätte zu sagen, ich möchte jetzt aber hier, ich komme und spiele, aber dann nur für die Gage. Weil ich, ist so ein Glaubenssatz auch, ne? Ja? Dass man sich begrenzt selber. Genau. Und so verändern sich Stück für Stück auch die Dinge im Leben, ja. Okay, also das ist da im Außen wie im Innen. Also das heißt, wir können ja nur an uns arbeiten. Ja, genau. Und das ist das, was Sie also anbieten. Das heißt, man kommt zu Ihnen, man sagt, ich habe vielleicht das und das Problem oder da und da habe ich eine Begrenzung oder ich komme im Job nicht weiter oder in einer Partnerschaft. Und dann würden Sie sagen, okay, jetzt gucken wir erstmal, wo kommt das alles her? Genau, wir gucken erstmal, wo ist denn die Herausforderung? Manchmal haben die Menschen gar nicht das Bewusstsein drüber. Dann versuchen wir erstmal das herauszufiltern. Also ein Gespräch erstmal, wo sie so eine Analyse machen, ja? Genau. Was ist es denn überhaupt? Wovon wünschst du dir mehr? Was willst du weniger? Ne? Und dann erarbeiten wir für das Coaching ein Ziel. Das ist individuell. Da wird auch sehr achtsam vorgegangen, dass die Ressourcen da sind, dass es realistisch ist, dass es motiviert, dass es auch herausfordernd ist, damit eine Veränderung stattfindet. Und dann wird an diesem Ziel gearbeitet, ja, über einen längeren Zeitraum. Und auch mit Unterbewusstsein. Also genau, in den einzelnen Coaching-Sitzungen, die finden dann wöchentlich statt, aber die Unterbewusstseinsarbeit, die machen wir wirklich in Abständen von 14 Tagen bis 3 Wochen, weil das eine hochenergetische Arbeit ist. Ja, das muss sacken auch erstmal, ne? Genau, und da passiert viel, da wird wirklich viel Energie freigesetzt, ja. Also wenn ich das richtig verstehe, wird man ein Stück weit umprogrammiert, also so Glaubenssätze oder Prägungen, wie auch immer. Und dann ändert sich die ganze Außenwirkung, die Außendarstellung und dann hat man im Außen auch plötzlich Erfolg. Ja, genau. Ja, es ändert sich wirklich alles. Also das klingt so wie Harry Potter Zauberstab. Man sagt immer, dein Leben ändert sich. Aber es ist wirklich so. Also das habe ich selber erlebt, habe ich bei vielen anderen in der Ausbildung erlebt. Ich erlebe es jetzt bei den Menschen, die ich begleite, die plötzlich Kraft kriegen, die Mut kriegen, die handeln, die plötzlich über sich selbst hinauswachsen. Das ist einfach toll. Und plötzlich ist auch in der Umgebung, ja, finden auch plötzlich Veränderung statt, weil die Energie auch auf das Umfeld ausstrahlt und da transformiert das Umfeld mit, beziehungsweise das, was man auch anzieht, sind auch plötzlich ganz andere Sachen. Mhm. Na klar, also da gibt es entsprechende positive Rückmeldungen vermutlich aus dem privaten Umfeld, dem Berufsleben oder wie auch immer. Ne? Genau. Also man sagt ja auch immer, der Mensch ist ja viel mächtiger eigentlich, als wir selber denken. Und wir begrenzen uns selber. Angeblich benutzen wir nur so und so viel Prozent von unserer Gehirntätigkeit und so weiter. Das heißt, wir hätten eigentlich viel mehr Macht. Und Sie versuchen das ein bisschen zu erwecken, unser Potenzial, wenn ich das richtig verstehe. Genau, ich kann mal eine Geschichte noch von mir selber erzählen. Ja, im Sommer habe ich meine Cousine besucht in Ravensburg und sie hatte da auf dem Fest, hat die Gäste betreut und so weiter. Und ich habe auch in der Impulscoach-Ausbildung selber gelernt, wie wichtig das ist, zu geben, zu schenken, auszusenden, ja, um das dann 100-fach zurückzukriegen. Ne? Und das ist auch kostet Mut. Ja? Ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt immer mein Akkordeon dabei. Und wenn die Menschen das wollen, ich frage natürlich, mache hier keine Zwangsbeglückung, aber hab dann gefragt, Mensch, habt ihr Bock? Ich spiele mal hier 3 Stücke für euch. Ja. Die haben sich alle riesig gefreut und am nächsten Abend saß ich bei
Dr. Zeri, Zahnarzt in Ravensburg, zum Hauskonzert beim Abenddinner. Der hat uns gleich eingeladen. Und so eine Sachen passieren dann zum Beispiel. Ja, genau, ja. Tue Gutes und es kommt Gutes zurück. Es kommt hundertfach zurück, ja. Und die hatte einen der schönsten Abende, da gab es dann auch noch ein Feuerwerk über Ravensburg. Also das war einfach traumhaft, ja. Man muss aber auch geben, ne? Erst also, geben, ja. Da gibt es ja auch immer Leute, die immer alles erwarten. Und dann haben sie immer sofort, sind sie dann so enttäuscht. Aber sie geben auch immer nichts, ne? Genau. Das muss man auch lernen. Also erstmal muss ich ja Freude in die Welt senden. Und da ist die Angst vor Ablehnung, die spielt natürlich eine Rolle, weshalb Menschen sich nicht trauen zu geben, weil sie Angst haben, Mensch, was sagen die Leute, was denken die Leute? Ja, da ist auch wieder diese Urangst des Kindes, ne? Ablehnung, die spielt da eine große Rolle. Die Ängste hemmen uns, also jeder hat ja Ängste, ne? Ja. Das ist ja, gehört ja nun mal auch zum Leben dazu, aber die Ängste hemmen uns extrem, ne? Genau. Und das zu überwinden, ja, überwinde es, zu durchbrechen. Und wenn man dann Erfahrungen da sammelt, wie schön es ist, wenn man durch diese Angst geht und plötzlich gibt, auch sagt, ist mir scheißegal, was jetzt andere denken. Und wenn ich jetzt Fehler mache, ist, ja, ich bin ein Mensch, das darf ruhig sein. Ja? Ich sammle meine Erfahrungen. Und dann kommt ganz viel zurück. Ja? Aber wie kann man das durchbrechen? Also auch wieder durch Bewusstseinmachung erstmal. Wo kommt die Angst her? Wahrscheinlich auch aus der Kindheit. Vielleicht nicht genug Liebe bekommen von den Eltern. Also nicht genug Zuspruch vielleicht immer. Eher so, ach, du kannst es nicht so. Ne? Und da hat man sich das so abgespeichert. Und dann muss man muss einfach positive Erfahrungen sammeln. Ne? Genau, das ist auch im Coaching ein Prozess. Ne, die man ganz achtsam und Stück für Stück und Schritt für Schritt angeht, um wirklich diese Ängste so zu überwinden, dass sie dann am Ende Kraft geben und nicht zerstörerisch wirken. Ne? Jetzt sitzen die hier so wunderbar leuchtend vor uns, aber in ihrem Leben war es bestimmt auch nicht immer so. Wenn Sie jetzt zurückblicken, bevor Ihnen das alles klar wurde, was waren Sie da für ein Mensch, für eine Frau, wenn Sie sich so anschauen? Also ich habe tatsächlich auf der Bühne als Musikerin, ne, ich habe so eine Doppelrolle gehabt. Da konnte ich meine Ängste wunderbar überwinden. Ne? Also die Bühne war immer so mein Wohnzimmer. Aber im Leben hatte ich ganz oft Ängste. Ich hatte zum Beispiel Angst zu sprechen, ja, vor Leuten. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, genau. Und das ist ja jetzt auch ein Ergebnis dieser Coaching-Ausbildung, ja. Dass ich sprechen kann, dass ich frei reden kann, ohne diese Ängste zu haben, vor Menschen zu sprechen. Ja. Auch da Angst vor Ablehnung, ne? Ja, das war eine ganz tief sitzende Angst, ja. Die habe ich überwunden. Mhm. Und dadurch habe ich mir natürlich vieles nicht zugetraut, ja. Also das, oder ich habe einfach es gemacht, aber es hat mich sehr viel Kraft gekostet, sehr viel Energie und es hat dann zur Erschöpfung auch geführt, ja. Das kann ich sagen. Also das ist eine deutliche Verbesserung meiner gesamten Lebensqualität. Und wann war das ungefähr, so mit 30 oder wann kam so Ihre Bewusstseinswerdung und der Wandel? Na, der intensive Wandel kam wirklich jetzt erst durch diese Impulscoach-Ausbildung und es hat wirklich innerhalb von kurzer Zeit eine ganz starke Veränderung gegeben, weil wirklich so viel Energie im Unterbewusstsein blockiert war, die wirklich freigesetzt wurde. Ja. Und die wollen Sie jetzt teilen mit anderen natürlich. Genau, jetzt geben wir das weiter. Weil ja wirklich so viele Menschen jetzt eben auch wirklich Unterstützung brauchen, Mut brauchen und damit einfach auch diese Gesellschaft, dass die auch weiter da ist und gesund bleibt. Ja. Es geht ja nicht nur um den Einzelnen, sondern auch wir als Gesellschaft. Ja. Man verändert ja die Gesellschaft mit dem Einzelnen letztendlich. Genau. Ne? Also wenn Sie Menschen erreichen mit Ihren Botschaften, verändert sich automatisch auch die Gesellschaft ein Stück weit. Und auch wenn einer in der Familie anfängt, an sich zu arbeiten, verändert sich automatisch die gesamte Familie. Es hat Auswirkungen auf die Kinder, auf die Partner, auf die Eltern. Ich habe meine Schwester nach 20 Jahren wiedergefunden. Mhm. Wir hatten 20 Jahre den Kontakt verloren. Ne? Und ich hatte so einen Glaubenssatz in mir, ich habe vor 20 Jahren irgendwas gemacht, dass sie den Kontakt abgebrochen hat. Mhm. Ja, ich habe mich schuldig gefühlt. Mhm. Das war aber überhaupt nicht der Fall. Und diese Angst habe ich durchbrochen, habe sie aufgesucht. Und sie hat sich riesig gefreut. Sie hat mich auch gesucht, über 14 Jahre. Und da ich aber geheiratet habe und alles im Internet gelöscht habe, konnte sie mich gar nicht finden. Und so haben wir uns jetzt zum Beispiel auch wiedergefunden. Und deswegen sage ich, im Leben passieren wirklich fantastische Sachen, wenn man Ängste überwindet. Ja. Mhm. Ja, dann machen wir da einfach weiter. Ängste überwinden, in die Liebe gehen. Genau. Die sind jetzt von Potsdam nach Leipzig gezogen. Ja. Aber man findet sie ja im Internet. Mhm. Wir werden das verlinken.
Melanie Barth, ganz einfach die Seite oder einfach mal eingeben in die Suchmaschinen. Ne? Und machen Sie es online, das Coaching, oder muss man mehr oder weniger in Präsenz? Ist alles möglich. Alles möglich. Ist alles in Präsenz, online, ist alles, funktioniert alles sehr, 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 sehr gut. Ja, dann beglücken Sie weiter die Menschen, also die Musiker. Da gibt es, glaube ich, extra Coaching-Programme, die Sie machen für Musiker, ne? Für deren spezielle Ängste beim Auftreten, Lampenfieber, wie auch immer. Aber Ihre ganze Arbeit kommt ja vielen zugute. Denn wie gesagt, Ängste haben wir ja alle. Genau, und es geht ja um die Verbesserung der Lebensqualität. Ja? Genau, also raus aus der Angst. Dann tun uns die Krisen eben nicht mehr so viel an. Und ganz im Gegenteil, dann kommen wir raus aus der Ohnmacht in die Eigenverantwortung, in die Eigenermächtigung, die Selbstermächtigung und sind, wie ich immer gerne sage, Herr im eigenen Haus wieder. Genau, und sind in der Lebensfreude, genießen dieses Leben. Und wenn wir dann noch in der Freude sind oder in der Liebe oder wie auch immer und der Welt ganz viel schenken, haben Sie ja so schön gesagt, dann kommt auch immer ganz viel zurück, ne? Ja. Ach, und dann wird die Welt ja noch besser und schöner. Gar nicht auszuhalten. Wunderbar, Melanie Barth, ich freue mich, dass Sie bei uns waren und Ihre Erkenntnisse hier ein bisschen mit uns geteilt haben. Und wie gesagt, wer Lust hat, Sie kennenzulernen, das geht ganz einfach. Im Internet findet man Sie und dann über die Homepage am besten kontaktieren. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung hier, für die Möglichkeit, das hier zu präsentieren, zu sprechen, darauf aufmerksam zu machen. Vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Danke für Ihren Besuch und danke fürs Einschenken des Kaffees. Sie waren noch der erste Gast hier bei uns bei HelpFM, der einfach freiwillig, normalerweise muss ich das machen als Gastgeber, aber Sie waren voller Freude und sprudelten vor Energie. Ja, danke. Besten Dank für das Einschenken. Sehr gerne. So, das war's. Wir sind also hier noch voll in der Freude, wie man vielleicht hört. Und ich hoffe, ihr da draußen auch. Das war also unsere Folge, diesmal zum Krisenmeistern. Danke, dass ihr wieder dabei seid und bis zum nächsten Mal, sagt Oliver Geldener. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.